Geschätzte Medienschaffende, wir begrüßen Sie zu dieser Medienkonferenz zum Thema Bekämpfung der Cyberkriminalität. Herr Regierungspräsident Mario Fehr, Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr und die beiden Co-Leitenden des Kompetenzzentrums Cybercrime, der stellvertretende leitende Staatsanwalt Stefan Walder sowie Oberleutnant Daniel Nussbaumer von der Kantonspolizei Zürich, werden Sie über aktuelle Schritte informieren heute Nachmittag. Sie stehen Ihnen im Anschluss für Fragen sowie für Einzelinterviews zur Verfügung. Ich übergebe nun das Wort dem Regierungspräsidenten, Mario Fehr. Wir werden uns also bemühen, heute Nachmittag Hochdeutsch zu sprechen, soweit das in unserer Kompetenz liegt. Ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich. Ich glaube, wir werden Sie heute informieren können über einen Meilenstein in der Bekämpfung der Cyberkriminalität. Ich glaube, es ist unbestritten, dass der Kampf gegen Internetkriminelle immer wichtiger wird. Die rasante Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft vergrößert selbstverständlich die Angriffsflächen für Cyberkriminelle und die Anforderungen an die Cybercrime-Kompetenz der Strafverfolgungsbehörden nimmt zu. Um diesen Kampf im Kanton Zürich, und wir freuen uns sehr, dass auch Medienschaffende aus anderen Landesteilen offenbar hier sind, weswegen wir Hochdeutsch sprechen. Es hat auch eine gesamtschweizerische Bedeutung. Um diesen Kampf entschiedener führen zu können, bewilligt der Regierungsrat insgesamt 20 zusätzliche Stellen bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Um was geht es? Es geht um die Bekämpfung der Cyberkriminalität, und wir unterscheiden grob in Cybercrime im engeren Sinn, das sind Straftaten gegen das Internet und seine Instrumente. Das ist die Kernkompetenz des Cybercrime Centers. Hier wird Sie nachher Herr Stefan Walter, stellvertretender leitender Staatsanwaltschaft, über diese Arbeiten informieren. Wir haben weiter einen Kampf gegen die digitalisierte Kriminalität im Allgemeinen. Hier wird Herr Oberleutnant Daniel Nussbaumer, beide sind Co-Leiter des Kompetenzzentrums. Sie informieren, Frau Fehr wird Sie auch darüber informieren, wie diese Arbeiten schweizweit vernetzt sind. Frau Fehr ist ja im Vorstand der KKJPD und auch innerhalb der KKJP, der Kantonalen Konferenz der Justiz- und Polizeidirektoren, ist dieses Thema selbstverständlich ein wichtiges. Wir beschäftigen uns im Regierungsrat seit geraumer Zeit mit dieser Problematik, haben zum ersten Mal 2009 festgelegt, dass wir hier einen Schwerpunkt machen. Der Regierungsrat legt ja immer vier Schwerpunkte in der Strafverfolgung fest, die gemeinsamen Ziele von Polizei und Staatsanwaltschaft. Und wir haben damals schon gesagt, dies soll ein Schwerpunkt sein, haben dies 2012 erneuert, haben damals auch entschieden, dass wir dieses Kompetenzzentrum Cybercrime aufbauen wollen, gemeinsam Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei, daher auch diese Co-Leitung, und haben dann Ende 2013 dieses Zentrum in Betrieb genommen. Mit dem neuen Legislaturprogramm haben wir 2015 das bestärkt, haben schon damals gesagt, dass wir dieses Kompetenzzentrum ausbauen wollen, dass wir aber auch unsere allgemeine Kompetenz in diesem Bereich verstärken müssen. Deshalb 20 neue Stellen, schön aufgeteilt, 10 neue Stellen für Spezialistinnen bei der Kantonspolizei und 10 Stellen bei der Staatsanwaltschaft bzw. bei Assistenztätigkeiten für diese Staatsanwaltschaft. Dies sind die Aufgaben, die Bekämpfung der Cyberkriminalität im engeren Sinne. Wir wollen gleichzeitig, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, einen allgemeinen Wissenstransfer sicherstellen zu den allgemeinen Ermittlern. Wir wollen also nicht nur in diesem hochspezialisierten Bereich arbeiten, sondern unsere Ermittler, Ermittlerinnen bei der Kriminalpolizei an der Front müssen mehr Kompetenz entwickeln, um diese neuen Formen der Kriminalität wirksam bekämpfen zu können. Und genau das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die Staatsanwaltschaft.
wo es auch um einen Kompetenzaufbau geht. Insgesamt will der Kanton Zürich hier eine Führungsrolle in der Schweiz wahrnehmen. Und ich glaube, mit diesen Beschlüssen des Regierungsrates tut er das auch. Und ich habe jetzt das große Vergnügen, Frau Regierungsrätin Jacqueline Fehr das Wort zu geben. Vielen Dank. Wir sind uns einig, das Internet spielt eine immer größere Rolle in unserem Leben und damit natürlich auch im Bereich der Kriminalität. Und die Strafverfolgungsbehörden dürfen hier nicht hinterher hinken, sondern wir müssen uns so aufstellen, dass wir hier auch mitmögen. Es darf keine rechtsfreien Räume in der Cyberwelt geben. Wenn wir einen kurzen Blick auf die Zahlen werfen, zeigt diese Grafik eindrücklich die Zunahme. Das sind Zahlen vom FEDPOL, die Meldungen zu Internetkriminalität aus dem Jahre 2015. Mehr als 80% dieser Meldungen waren dann auch tatsächlich strafrechtlich relevant. Diese Grafik zeigt, dass die Bedeutung der Internetkriminalität oder der Umfang der Internetkriminalität zunimmt, dass aber, und das zeigen ja Anzeigen auch immer, dass auch die Sensibilität der Bevölkerung zunimmt und damit auch die Meldungen zunehmen. Weitere interessante Fakten hat uns KPMG zur Verfügung gestellt. Sie haben eine Umfrage im Jahre 2016 bei den Unternehmen gemacht und darin festgestellt, dass 54% der befragten Unternehmen angeben, dass sie Opfer von Cyberattacken wurden. Bei 44% dieser Betriebe sorgten diese Angriffe für gravierende Störungen der Geschäftsprozesse. Und über ein Viertel der betroffenen Betriebe befürchten, davon dann auch einen dauernden Reputationsschaden davongetragen zu haben. Es ist unbestritten, ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort braucht eine wirksame Cyberstrafverfolgung. Die Bekämpfung von Cybercrime ist eine Verbundaufgabe der Strafverfolgung von Bund und Kantonen einerseits und auch zwischen den Kantonen. Diese Verbundaufgabe bringt es mit sich, dass nicht mehr alle alles machen können, sondern dass es Regionalisierungen und Spezialisierungen braucht. Und dabei kommt dem Kompetenzzentrum in Zürich eine Modellrolle zu. Dass der Kanton Zürich in einer besonderen Verantwortung steht, sehen Sie in dieser Grafik, wo Sie die Angriffshäufigkeit und Dichte bezogen auf die einzelnen Kantone sehen. Details dazu kann Ihnen dann Herr Walder allenfalls bei Interesse noch angeben. Gemäß Artikel 22 der StPO, der Strafprozessordnung, liegt die Verfolgung von Straftaten in der Kompetenz der Kantone. Daher müssen die Kantone und insbesondere der Kanton Zürich hier Verantwortung übernehmen. Aber es ist eben auch wichtig, dass diese Verantwortung im Verbund übernommen wird, dass einerseits der Kanton Zürich als Pionier hier eine verantwortungsbewusste Rolle einnimmt, aber dass eben auch weitere Zusammenarbeitsmodelle entstehen. Im Kanton Zürich nehmen wir ja diese Rolle vor allem jetzt wahr mit dem Kompetenzzentrum Cybercrime. Das zeichnet sich durch die enge Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften und der Polizei, im Konkreten der Kantonspolizei und der Stadtpolizei, aus. Und diese enge Zusammenarbeit ist ein tragfähiger Erfolgsfaktor für die Bekämpfung von Cyberkriminalität. Diese Form des Kompetenzzentrums als Antwort auf diese neue Bedrohungsform, von der sind wir sehr überzeugt. Es geht einerseits darum, die Täter zu identifizieren, aber es geht natürlich eben bei dieser Arbeit auch, die Geschädigten zu schützen. Diese beiden Ziele können damit optimal verfolgt werden. Gebraucht sind aber Spezialistinnen und Spezialisten und gebraucht wird eben diese enge Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei.
Eine Vernetzung in einer anderen Dimension, ich habe sie angesprochen, ist ebenso wichtig wie die interdisziplinäre Zusammenarbeit, nämlich die Vernetzung über die Kantone hinweg mit dem Bund. Verbrechen im Internet kennen keine Grenzen, schon gar keine Kantonsgrenzen. Deshalb ist es wichtig, dass die digitalisierte Kriminalität in enger Zusammenarbeit bekämpft wird. Regierungspräsident Mario Fehr hat es angesprochen, die Bekämpfung der Internetkriminalität ist auch in der KKJPD, also in der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, ein ständiges Thema, und es entwickelt sich in diesen Kreisen eine Vorstellung einer Architektur, die eben auf zwei bis drei Kompetenzzentren in der Schweiz aufbaut, darunter dann eine gewisse Anzahl forensischer Kompetenzzentren und einer Basisausbildung aller Strafverfolgungsbehörden auf Staatsanwaltsseite und auch auf polizeilicher Seite. Diese Form der Zusammenarbeit ist neu für die Strafverfolgung in der Schweiz, braucht entsprechend auch noch Überzeugungsarbeit, ist aber der Schlüssel für den Erfolg. Zusammenfassend hier vielleicht nochmals folgende Punkte. Verbrechen im Internet kennt keine Grenzen. Der virtuelle Raum darf nicht zu einem rechtsfreien Raum werden. Ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort braucht eine wirksame Cyberstrafverfolgung. Mit dem Kompetenzzentrum schafft der Kanton Zürich die idealen Voraussetzungen, um hier erfolgreich Strafverfolgung betreiben zu können. Und der beschlossene Ausbau, Regierungspräsident Mario Fehr hat es bereits erwähnt, der beschlossene Ausbau des Regierungsrates um diese 20 Stellen ist ein Meilenstein, auf den der Kanton Zürich stolz sein kann. Nun gebe ich gerne das Wort an den stellvertretenden leitenden Staatsanwalt Stefan Walder und Co-Leiter des Kompetenzzentrums weiter. Sehr geehrte Frau Regierungsrätin, geschätzter Regierungspräsident, liebe Medienvertreter, danke vielmals. Ich darf Ihnen quasi so etwas aus dem Schatzkästchen des Kompetenzzentrums Cybercrime näher bringen, was ich den ganzen Tag so tue. Grundsätzlich mal die Frage, mit was beschäftigen wir uns? Wir haben es gehört, Cybercrime im engeren Sinn. Was ist das? Gemäß Definition sind das Delikte, die mit Kommunikations- und Informationstechnologie begangen werden. Viel eher werden Sie diese Begriffe kennen wie DDoS, Phishing und Ransomware, die wir fast täglich in den Medien antreffen. Als ich 2004 begann, gab es das noch nicht. Das war damals Kinderpornografie, die hauptsächlich für Cybercrime stand. Und diese neueren Phänomene haben sich entwickelt. Es vergeht fast kein Tag, an dem man nicht wieder von einem neuen Phänomen liest. Die Fantasie der Täter ist fast grenzenlos. So haben wir auch gemerkt, dass es nicht um einzelne Delikte geht. Es sind meistens Delikte, komplexe, Phishing beispielsweise, das können bis 9 Tatbestände sein, die in den konventionellen Strukturen teilweise von verschiedenen Personen, verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Organisationen bekämpft wurde. Hier mussten wir neue Methoden entwickeln. Zudem sind Darknet, Tor und Freenet in aller Munde. Also man beliebt es im Internet, sich anonymisiert zu bewegen. Das macht es uns auch nicht gerade einfacher. Die klassische Strafverfolgung hat dieses Problem nicht. Da gibt es 3 Faktoren: Lokalisation, Identifikation und Sachverhalt. Und jeder von Ihnen, der schon mal geblitzt wurde, weiß, um was es geht. Sie werden angehalten oder kriegen eine Buße. Das passiert in der Schweiz auf einer Straße, die dem Staat gehört. Der Staat könnte diese Straße sogar sperren. Im Internet verhält es sich ein wenig anders. Wem gehört beispielsweise das Internet? Schon da ist schon ziemlich bald klar, dass es vermutlich nicht hoheitliches Gebiet ist, das wir einfach mal so sperren können, wenn eine Zwangsmaßnahme durchgesetzt werden muss. Es gab einmal einen Artikel, der sich da über etliche Seiten mit diesem Phänomen unterhielt. Wir haben auch einen Täter, der nicht einfach den Führerausweis oder die Identitätskarte gibt, sondern der Anonymous, den wir hier sehen, der macht ja gerade das Gegenteil, der anonymisiert sich noch zusätzlich und erschwert es uns, ihn zu finden. Zudem muss er nicht unbedingt in der Schweiz sein. Die Strafverfolgungsbehörden sind territorial organisiert und das ist ein Spannungsfeld, das mir täglich neue Probleme aufgibt.
Wichtig ist aber zu erkennen, und das sehen Sie auf diesen zwei Folien exemplarisch, es ist nicht eine Verlagerung der Kriminalität, sondern es ist einfach ein neues Feld, das mit diesen neuen Technologien aufgegangen ist. Die konventionelle Strafverfolgung gibt es nach wie vor und die braucht das es auch nach wie vor. Wie gehen wir vor? Wir haben es vorhin gehört, das Kompetenzzentrumsmodell wurde genannt. Sie alle kennen Filme wie CSI Cyber. Da löst ein Ermittler, der alles kann, innerhalb 45 Minuten einen Fall mit Werbeblock. Das ist es nicht. Wir brauchen mindestens drei Personen, Spezialisten, einerseits eben der Ermittlung von der Polizei und eben auch von der IT-Forensik. Das sind dann Informatiker, die uns das nötige Fachwissen vermitteln und eben auch diese Fähigkeiten verfügen. Dann irgendwo brauchen Sie noch einen Staatsanwalt, der das ganze Zwangsmaßnahmenregime unterhält und eben auch dann den Fall vor Gericht vertritt. Wenn diese Leute zusammenarbeiten, gut zusammenarbeiten, dann kann ein Fall funktionieren. Cybercrime-Strafverfolgung ist immer Teamwork, ist immer, ich sage es jeweils, als Nifelibüetz zu bezeichnen, so der schnelle Erfolg, eben in 45 Minuten, das hatten wir eher selten. Vielmehr ist es jahrelange Kleinarbeit, die dann auch manchmal mit etwas Glück zu einem Erfolg führt. Ich habe schon gesagt, es ist nicht zwingend so, dass alle Täter immer im Kanton Zürich sich aufhalten. Selbstverständlich muss man mal irgendwo anfangen. Wir haben oft einen geschädigten Bezug im Kanton Zürich. Dort tritt der Schaden ein. Es ist der Wirtschaftsstandort Nummer 1 in der Schweiz. Große Player, Banken, Versicherungen, Internetanbieter sind hier, werden hier angegriffen und erstatten dann hier auch Anzeige. Und dann so das Generelle, dafür sind wir wohl eher nicht zuständig, kennen wir nicht. Man muss beginnen, Sofortmaßnahmen sind zu treffen und erst dann ist die Zuständigkeitsabklärung zu machen. Täter können schweizweit operieren. Wir haben den Prototyp eines Kompetenzzentrums. Es gibt aber andere interessierte Staatsanwälte, Staatsanwaltschaften und so entwickeln sich nah bis nah eine Community, wie jetzt unsere Gegner sagen würden, von Cybercrime, jetzt hier halt Staatsanwälten, die sich je länger, desto mehr vernetzen müssen. Cybercrime kann nicht ein Kanton alleine bekämpfen, es ist auch eine Verbundsaufgabe, nicht zuletzt eben auch um dann, wenn es darauf ankommt, schnell zu sein. Soweit auf dem Gebiet der Schweiz. Nun ist es aber noch ein bisschen internationaler. Die Daten, die wir erheben wollen, sind weltweit verstreut. Die Täter können auch weltweit operieren. Und ich sage jeweils, wer Cybercrime gerne macht, muss Rechtshilfe lieben. Rechtshilfe ist bei uns an der Tagesordnung. Das ist eine komplexe rechtliche Angelegenheit, wo Sie diverse Voraussetzungen erfüllen müssen, um dann eben international Beweise gerichtsverwertbar erheben zu können. Nur um das geht es letzten Endes, um ein Beweisverfahren führen zu können. Warum machen wir das oder was hat es bisher gebracht? Die Zahlen stehen zum Teil im Regierungsratsbeschluss. Ich möchte Ihnen zwei, drei schöne Fälle vorstellen, die wir letztes Jahr haben führen dürfen. Die sind alle publiziert worden, darum verletze ich das Amtsgeheimnis nicht, wenn ich Ihnen vom ETH-Hacker erzähle, das ist die Medienmitteilung der ETH. Es war exemplarisch für eine sehr wertvolle Zusammenarbeit, auch mit der Privatwirtschaft, mit der ETH. Da haben viele Stellen sehr eng über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten müssen. Wir hatten es da mit einem sehr fachkundigen Gegner zu tun, der uns das Letzte abverlangt hat. Aber wir schließlich durch auch eine Schwachstelle, die er offenbar nicht bedacht hat, dann zu einem Erfolg kommen konnten. Das zeigt, dass eben auch Täter in der Schweiz, in Zürich sein können und auch nicht zurückschrecken, kritische Infrastrukturen anzugreifen. Ein zweiter Fall, das ist genau das Gegenteil, da hat die Schweiz einen Beitrag geleistet, Daten an ein internationales Untersuchungsteam beizusteuern und das führte schließlich zu einer Verhaftung von zwei Tätern in Bosnien. Das ist eine von Europol geführte Untersuchung gegen ein Hacker-Kollektiv DD4BC. Die haben Schweizer Finanzinstitute angegriffen. Und so führte das auch letzten Endes zu einem Erfolg. Das dritte ist ein relativ aktueller Fall, auch wieder Schweizbezug, fingierte Wohnungsinserate. Das wurde jetzt angeklagt. Mit jeweils 4,5 Jahren Freiheitsstrafe. Zwei Täter versuchen über einen längeren Zeitraum so relativ viel Geld zu verdienen, indem sie gefakte, fingierte Inserate schalteten und dann das Geld eben, sag's mal populär, ins Ausland abzügelten. Dort konnten wir auch mit längeren Untersuchungsmaßnahmen, Überwachungen und weiteren Maßnahmen diese Täterschaft identifizieren, lokalisieren und sogar letzten Endes in Zürich verhaften.
Ich gebe mich aber nicht der Illusion hin, dass jetzt wegen diesen drei Fällen Cybercrime ausstirbt. Wenn man das Lagebild hier anschaut, der Phishing-Sites, sehen Sie mehrere hundert Phishing-Sites, die täglich in der Schweiz neu auf dem Radar erscheinen. Diese Zahlen sind vom GovCert Melanie, der Analysestelle, die uns hier auch mit Informationen versorgen. Täglich werden mehrere tausend Leute oder mehrere tausend Geräte infiziert mit Malware. Nicht jedes Gerät ist perfekt geschützt und das nützen die Täter gezielt aus, um ihre Botnetze zu speisen, um wieder Angriffe zu lancieren. Dort sind wir gefordert, dort sind wir intensivst gefordert, diese Spuren zu verfolgen, eben sei es weltweit, wenn nötig, und dann eben einen Effort zu leisten. Sie kennen vielleicht diese Darstellung vom Internet, der Eisberg, wo ja das meiste unter der Oberfläche schwimmt, so ist es auch im Internet, das Freenet wäre quasi der Teil an der Oberfläche, wo Google etc. darauf sind. Und dann geht es in die Tiefe, das sogenannte Deep Web der nicht indexierten Seiten und unten das ominöse Darknet. Wir haben Aufbauarbeit betrieben mit dem Kompetenzzentrum Cybercrime seit mehreren Jahren. Ich möchte nicht sagen, schwimmen wir an der Oberfläche, bewegen wir uns in diesem Bereich des Clearnet und des Deep Web und versuchen so mit unseren Mitteln, mit beschränkten Ressourcen, Sie sehen hier nur vier Schnorchler, diese Fische zu jagen. Mein Traum wäre das hier, ein Atom-U-Boot, respektive Mittel, in denen wir auch in das Deep Web vorstoßen können. Und Sie werden alle verstehen, um so ein Gerät bedienen zu können, brauchen Sie etwas mehr Leute. Aber Sie kriegen solche Leute nur, wenn Sie bewiesen haben, dass die Methode funktioniert. Insofern, metaphorisch auch, wir haben lange probiert, ob es funktioniert, ressourcenschonend in einem Kleinteam. Jetzt ist offenbar der Moment, da wir das Ganze aufstocken dürfen. Für das brauchen Sie das Vertrauen der Regierung in unsere Arbeit. Dafür möchte ich mich auch mal bedanken. Sie sehen, ich habe da einiges Herzblut. Ich möchte auch weiter in diesem Thema mich mit diesem Deep Web beschäftigen und eben da unten dann die dicken Fische jagen. Insofern danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Gut, das Wort hat jetzt der Co-Leiter des Kompetenzzentrums, Daniel Nussbaumer. Ich habe mich gefragt, welcher dieser Schnorchler Sie sind, aber... Ja, vielen Dank, geschätzte Anwesende. Mit Verbreitung von Computer und Internet haben wir nicht nur neue Phänomene, die uns herausfordern. Wir haben es gehört, Phishing, DDoS-Attacken, Hacking. Es ist vielmehr auch so, dass sich die ganze Kriminalität wandelt, sie digitalisiert sich. Es gibt heute kaum mehr Delikte, die nicht irgendwo einen Bezug zu modernen Kommunikationsmitteln haben. Betrüge beispielsweise oder auch Drohungen haben heute, auch wenn sie im herkömmlichen Sinn daherkommen, irgendwo eine Anbindung an moderne Kommunikationsmittel. Sei das, dass die Kommunikation in einem Betrug über E-Mail stattfindet oder sei es, dass Drohungen über WhatsApp verbreitet werden. Ein typischer Fall, der die Digitalisierung der Kriminalität zeigt, ist der Wertkartenbetrug, vor dem wir Ende Januar gewarnt haben. Da haben unbekannte Täter in verschiedene Verkaufsfilialen angerufen, haben die Kassiererinnen und Kassierer vor Ort gebeten, iTunes-Karten mit Frankenbeträgen aufzuladen, den Code der iTunes-Karten freizurubbeln und per Telefon bekannt zu geben. Das Ganze funktioniert oder kann funktionieren, weil sich die Täter als interne Mitarbeiter ausgeben und weil es ihnen gelungen ist, die Telefonnummer, den Telefonanruf so zu manipulieren, dass bei der Kassiererin vor Ort eine interne Telefonnummer erscheint und sie dadurch Vertrauen hat zu dem, der anruft und tatsächlich glaubt, es sei ein interner Mitarbeiter. Das ist ein typisches Beispiel eines, ich sage jetzt, herkömmlichen Betruges, der irgendwo eine digitale Komponente hat, nämlich diese Manipulation der Telefonleitung. Solche Delikte haben wir einige im Kanton Zürich. Es ist ein Beispiel, wie sich die Kriminalität digitalisiert. Und sie digitalisiert sich eben nicht nur in der Hochspezialisierung, in diesem
in diesem Cyberbereich im engeren Sinn. Sie digitalisiert sich in der ganzen Masse der Kriminalität, bei den kleineren und auch bei den mittleren Fällen. Es betrifft die ganze Strafverfolgung, die ganze Kantonspolizei auch, und darauf müssen wir reagieren. Dass sich die Kriminalität digitalisiert, das zeigt sich nicht nur an der veränderten Deliktsbegehung, es zeigt sich eben auch an der zunehmenden Arbeitslast. Das ist ein Beispiel der Menge der sichergestellten Daten. Wir haben im Jahre 2003 haben wir insgesamt 1 Terabyte an Daten sichergestellt. Heute sind es regelmäßig über 600 Terabyte Daten, die wir sicherstellen in Strafverfahren. Das ist eine Menge an Daten, die uns vor ganz neue Herausforderungen stellt. Wir brauchen nicht nur immer größere Speicherkapazitäten, wir brauchen neue Auswertungsmethoden, auch neue Auswertungsinstrumente. Das alles, die veränderte Deliktsbegehung, die Menge der Daten, auch die Komplexität, die ständig steigt in diesem technischen Bereich, führt dazu, dass wir immer mehr auf Informatikspezialisten angewiesen sind. Es hat gesamtbetriebliche technische Auswirkungen. Wir haben heute eine Abteilung IT-Innovation, deren Aufgabe es ist, in die Zukunft zu schauen, zu blicken oder zu analysieren, wie entwickelt sich die Technik, was gibt es Neues und wie können wir diese neue Technik nutzen und in den Betrieb, in die Kantonspolizei integrieren. Wir haben eine Abteilung IT-Betrieb, deren Aufgabe es ist, uns selbst zu schützen, also unsere Infrastruktur zu schützen, zu schauen, dass wir nicht selbst gehackt werden können. Wir haben dort einen Dienst Digitale Forensik, Informatikspezialisten, die uns darin unterstützen, Ermittlungen vorzunehmen. Man kann sich das so vorstellen, wir können heute nicht auf einem Betriebssystem fit sein. Wir müssen auf allen Betriebssystemen fit sein. Wir müssen alle Betriebssysteme verstehen, weil wir eben alle Betriebssysteme sicherstellen, alle Betriebssysteme auswerten können müssen. Wir haben verschiedene Auswertungsprogramme, nicht nur eins. Wir müssen zahlreiche Auswertungsprogramme verstehen. Wir brauchen für diese verschiedenen Auswertungsprogramme, weil sie eben auch Unterschiedliches können, mehrere oder viele Informatikspezialisten, die dieses Know-how haben und auch aufrecht erhalten können. Die ganze Digitalisierung der Kriminalität hat auch weitere Auswirkungen gesamtbetrieblich auf die Kriminalanalyse, die mit immer größeren, immer komplexeren Daten konfrontiert ist, und sie hat letzten Endes auch Auswirkungen auf die Ermittlungen. Die Digitalisierung der Kriminalität hat Auswirkungen auf die polizeiliche Tätigkeit. Wir arbeiten heute abteilungsübergreifend und sehr flexibel, nicht nur unter den Ermittlungsabteilungen, sondern auch mit den Supportabteilungen zusammen. Man sieht dies am Beispiel der digitalen Forensik sehr anschaulich. Es ist heute kaum mehr ein Fall vorstellbar, in welchem ein polizeilicher Ermittler nicht auf den Support eines Informatikspezialisten angewiesen wird. Dem tragen wir dadurch Rechnung, dass die digitalen Forensiker gesamtbetrieblich allen Polizisten zur Verfügung stehen, von der Frontpolizei über die Kriminalpolizei bis hoch in die Spezialisierung im Cyberbereich. Das führt auch zu einem Umdenken in der Ermittlungstätigkeit. Wir brauchen weiterhin polizeiliche Spezialisten mit dem polizeilichen Background, mit dem polizeilichen Wissen. Wir brauchen aber auch Informatiker, die uns unterstützen können. Und es ist eine Herausforderung, die wir angenommen haben, die auch funktioniert, indem wir unsere Polizisten in IT-Belangen fit machen wollen, sie so weit bringen, dass sie die Sprache der Informatiker verstehen. Und die Informatiker machen wir so weit fit, dass sie die Sprache der Polizisten verstehen, so dass die miteinander kommunizieren und sich ideal ergänzen können.
Das Ganze hat sehr viel mit Ausbildung auch zu tun. Sie können sich vorstellen, wenn jemand auf den Polizeiposten kommt und eine Anzeige erstatten will, weil er eine Ohrfeige kassiert hat, dann weiß der Polizist heute, bei einer Ohrfeige, da handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Tätlichkeit. Er weiß, welche Fragen er dem Geschädigten stellen muss. Er weiß, welche Ermittlungsansätze möglich sind und er weiß, wie er rapportieren muss. Das weiß er, weil wir ihm dies bereits auf der Polizeischule beigebracht haben. Wir haben ihn in rechtlichen Belangen ausgebildet, wir haben ihn in strafprozessualen Fragen ausgebildet. In Bezug auf Informatik haben wir das nicht getan. Und jetzt stellen Sie sich vor, es kommt jemand wegen einer digitalen Ohrfeige auf den Polizeiposten, weil er beispielsweise in einem Chat beschimpft worden ist. Woher soll es der Polizist wissen, welche Fragen er stellen muss, welche Ermittlungsansätze möglich sind und wie er rapportieren soll? Wir haben deshalb unter dem Label PACE, polizeiliche Ausbildung für Computerermittlungen, ein gesamtbetriebliches Ausbildungskonzept entwickelt, das all diese Bedürfnisse abdecken soll. Wir werden noch im 2017 werden wir 500 Frontpolizisten während 2 Halbtagen schulen. Wir werden sie schulen, digitale Ohrfeigen, Anzeigen entgegennehmen zu können und zu wissen, welche ersten Ermittlungshandlungen sie vornehmen müssen. Wir werden 100 Mitarbeitende der Kriminalpolizei während einer Woche ausbilden, in den Ermittlungen fit machen, damit sie eben diese Masse der digitalen Kriminalität abarbeiten können. Und selbstverständlich haben wir in Anlehnung an das Pyramidenmodell, das ich Ihnen gezeigt habe, werden wir auch unsere Spezialisten ausbilden. Die Abteilung Cybercrime der Kantonspolizei Zürich. Wir haben eine Ausbildung zusammen mit einer Fachhochschule entwickelt, um unsere Mitarbeitenden fit zu machen und ihnen die Grundlagen zu liefern, damit sie zertifizierte Nachdiplom-Studiengänge in Cyberermittlungen an Fachhochschulen besuchen können. So werden wir die gesamte Kantonspolizei noch in diesem Jahr fit machen, um der Digitalisierung der Kriminalität zu begegnen. Gut, ich danke den Co-Leitern, Herrn Nussbaumer und Herrn Waldner, auch einmal für ihre Arbeit. Und ja, es ist richtig, die Regierung hat Vertrauen in diese Arbeit. Die Regierung sieht die Notwendigkeit, hier zu reagieren auf den gesellschaftlichen Wandel. Und ja, die Regierung hat reagiert und diese Stellen gesprochen. Ich glaube, der Kanton Zürich, und Sie merken ja auch ein bisschen auch unsere Freude und unseren Stolz, der Kanton Zürich ist daran, in diesem Bereich einen Meilenstein zu machen. Und ja, der Kanton Zürich nimmt hier eine Pionierrolle ein. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Ihre Fragen. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen. Wer hat eine Frage? Bitte sehr. Sie können jeweils sich schnell vorstellen und sagen, an wen Sie die Frage haben. Und sonst weise ich die Frage zu. Christoph Brunner von Radio SRF. Ich nehme an, Herr Fier, Sie wissen das, stimmt an meiner Rechnung, jetzt gibt es 32 Mitarbeiter in diesem Kompetenzzentrum, nachher sind das 52. Nach der Aufstockung. Das stimmt so nicht. Okay. Nein. Aktuell sind wir ungefähr ein Dutzend Mitarbeiter. Ein Dutzend. Und über die Verteilung dieser neuen Mitarbeiter auf Seite der Staatsanwaltschaft, weil wir ja in die Breite wollen, werden wir dann im Rahmen eines Projektes schauen müssen, wie diese Ressourcenallokation vorzunehmen ist. Ich glaube, Sie, wenn Sie den Antrag, den Regierungsratsantrag auf Seite 4 unten, sehen Sie dort auch eine Bemerkung zu diesem Bereich. Wir wollen ja auch ein wenig flexibel sein. Ich glaube, Herr Nussbaum und Herr Walder haben aufgezeigt, dass wir auch in die Breite hineinwirken wollen. Also die Staatsanwälte, Anwältinnen, die Polizisten und Polizisten an der Front, sie alle müssen kompetenter werden, deshalb diese Ausbildungsangebote und wie viele dieser Leute dann jeweils im Cybercrime Center arbeiten oder welche andere Tätigkeiten, das werden wir auch situativ entscheiden.
Jetzt sagen Sie 12. Ja, ein Dutzend. Ja, gut. Zürcher Regionalzeit, also im Budget waren ja noch 10 dazugekommen und jetzt kommen noch mal 20, oder? Nein, also der Herr Mart als aufmerksamer Beobachter der zürcherischen Politlandschaft spricht den Kürzungsantrag an den Alternative und Grüne im Rahmen der Budget auf diese 10 Stellen, die die Polizei beschlagen, eingebracht haben. Dieser Antrag wurde im Kantonsrat im Rahmen der Budgetdebatte hoch verworfen, was uns selbstverständlich zusätzlichen Antrieb gegeben hat, diese Stellen jetzt auch zu realisieren. Das ist klar, Sie können diese gemeinsamen Aufgaben nicht anpacken, indem Sie einfach nur mehr Polizistinnen und mehr Polizisten anstellen. Selbstverständlich braucht es auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte dazu, um eben gemeinsam erfolgreich sein zu können. Ja, also Hans-Peter Künzer, Radio SRF. Ich habe jetzt trotzdem da da beim heutigen Stand steht 2 Staatsanwälte, 6 polizeiliche Ermittler und 24 zivile Mitarbeitende. Ja, aber die arbeiten nicht die ganze Zeit immer durch. Ich glaube, so muss man sich das vorstellen. Herr Walder oder Herr Nusskamer, können Sie vielleicht? Also, gerade in der Strafverfolgung, die auch sehr flexibel läuft, die auch unterschiedliche Belastungen hat, von Fall zu Fall, ist es wichtig, dass wir eine Flexibilität garantieren können. Eine gesamtbetriebliche Flexibilität, nicht nur bei der Polizei, auch bei der Staatsanwaltschaft. Und es ist richtig, wie es im Regierungsratsbeschluss steht, dass wir 24 zivile Mitarbeitende haben insgesamt, die aber nicht ständig nur für das Kompetenzzentrum arbeiten, sondern gesamtbetrieblich flexibel eingesetzt werden können. Das ist ganz wesentlich, um auch Erfolg zu haben. Vielleicht auch noch ein Versuch zur Klärung. Im Moment im Kompetenzzentrum sind 2 Staatsanwaltsstellen und die jeweiligen Ermittlungsressourcen, die es für die Fälle braucht, die eben auch flexibel für die Fälle eingesetzt werden. Zusätzlich werden 10 Stellen auf der Staatsanwaltschaft geschaffen und die 10, die in Budgetdiskussion waren, auf der Polizeiseite, die aber nicht immer alle im Kompetenzzentrum arbeiten sollen, weil es 2 Herausforderungen gibt. Es gibt die Herausforderung, an der Spitze der Pyramide im Kompetenzzentrum wirklich die komplexen Fälle in dieser Art zu lösen, in dieser interdisziplinären Art. Es gibt aber als 2. Herausforderung auch die Befähigung aller Strafvermittler, Polizei und staatsanwaltseitig in der Breite. Und dazu sind diese Stellen, ein Teil der Stellen wird für das eingesetzt, als quasi in der Breite, um dann in der Basis die nötigen Kompetenzen aufzubauen. Und wo, wie viele Stellen in den nächsten Jahren jeweils wo sind, das orientiert sich an den konkreten Bedrohungsszenarien und Bedürfnissen der Strafverfolgung. Baumgartner von der NZZ, Sie haben von den 10, die 20 Stellen, das sind 10 ja im letzten Budgetprozess abgesegnet worden durch den Kantonsrat. Die 10, die jetzt in der Staatsanwaltschaft dazukommen, die müssen noch durch den Budgetprozess. Die müssen im nächsten Budget noch beantragt werden fürs 2018, ja. So ist der Regierungsratsbeschluss auch formuliert. Genau. Weitere Fragen, ja? Ja, Stefan Hohler von der Tagesanzeiger. Hat dann die Stadtpolizei jetzt auch noch Leute dabei in diesem Kompetenzzentrum oder sind die unabhängig oder schafft man mit denen zusammen? Wir haben 2 Mitarbeitende der Stadtpolizei Zürich, die ständig bei uns ihre Stellen besetzen, die gehören aber zur Stadtpolizei und leisten ihren Beitrag, also wirken aktiv an der Arbeit im Kompetenzzentrum mit. Das sind also bei diesen Dutzend noch 2 zusätzlich, also wären es dann eigentlich 14 mit diesen beiden von der Stadtpolizei. Ich bin Jurist und sehr schlecht im Rechnen, aber behaften Sie mich bitte nicht auf die Zahlen. Wir sind 3 Organisationen, die jeweils einen Beitrag an einen Personalkörper leisten. Dazu kommen noch teilweise Stagiaire, die nicht immer da sind. Von dem her, eben bitte behaften Sie mich nicht auf diese Zahl. Aber Herr Hohler, Sie machen ja schon so lange Polizeiberichterstattung. Ich glaube, Sie müssen sich das wirklich auch so vorstellen, dass es einfach gewisse Fälle gibt. Das gibt es ja auch heute. Es gibt einen großen Mordfall oder dann gibt es mal einen großen Cybercrime-Fall und dann werden die Kräfte gebündelt für diesen Fall. Aber die beiden sind immer dort, die beiden Stadtpolizisten. Nur zu? Also das wollen wir zuerst.
Ariane Gigon, La Liberté. Es war lang die Rede, dass die Firmen mit Mühe Fälle melden, weil sie eben für ihren Ruf befürchten. Hat er sich ein bisschen geändert? Das ist vielleicht für die Strafverfolger. Es ist richtig, dass gewisse Firmen einen Reputation Risk, also eine Rufschädigung, befürchten und dadurch sehr zögerlich waren, Anzeigen zu lancieren. Wir wussten das und wir arbeiten daran. Das sind diese sogenannten Public-Private Partnerships. Wir etablieren gegenseitig Vertrauen und so gelingt es uns, zu Informationen zu gelangen, die uns dann eben auch in Fällen wieder uns weiterbringen und eben auch diese Firmen motivieren, Anzeigen zu erstatten, weil sie wissen, dass das Amtsgeheimnis bei uns sehr streng gilt. Gibt es eine graue Zone? Kann man das schätzen, wie viele Firmen sich nicht melden? Also wie das immer ist in der Dunkelfeldforschung, schwierig, ja. Nein, könnte ich nicht sagen. Also Sie vermuten, dass ein gewisser Teil der Firmen sich nicht melden? Es gibt im Norton Security Report von Symantec gibt es eine Zahl, die 48% aller Unternehmungen nennt, die schon von Cybercrime betroffen worden seien. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nicht alle 48% werden eine Anzeige erstatten, aber wo da genau die Dunkelziffer ist, dazu kann ich leider nicht sagen. Frau Fehr hat ja bei ihren Ausführungen sehr schön aufgezeigt, die Bedeutung auch für den Wirtschaftsstandort Zürich. Und was ich Ihnen einfach sagen kann, wir treffen ja regelmäßig große Wirtschaftsvertretungen, auch die Grossbanken. Und die Diskussion über diese Thematik und auch ihre Abwehrmechanismen und wie viel beispielsweise die Banken selber investieren, um eben nicht Opfer von Angriffen zu werden. Diese Debatte ist viel offener geworden. Es gibt meines Erachtens auch eine klare Erwartung der Wirtschaft, auch in diesem Bereich mit den Strafverfolgungsbehörden so besser zusammenarbeiten zu können, nachdem diese eben auch besser ausgestattet sind. Und diesen Schritt haben wir, glaube ich, auch diesen Erfahrungen zu verdanken. Also der Dialog ist hier viel offener geworden. Ich weiß nicht, ob du. Ja, wir fragen Sie auch regelmäßig, was Sie von Seiten der Strafverfolgung erwarten. Und Sie erwarten klar, dass wir es uns so aufstellen, dass es eben keinen rechtsfreien Raum in der Cyberwelt gibt. Es ist aber tatsächlich eine spezielle politische Herausforderung. Wir haben nicht einen öffentlichen Druck, weil die Unternehmen nicht öffentlich Druck machen, indem sie erzählen, wie häufig sie angegriffen sind, wie gefährlich das ist, wie schwierig es ist für ihre Sicherheit. Das machen sie nicht, weil sie eben diesen Reputationsschaden befürchten, weil sie den Vertrauensverlust befürchten. Das heißt, in der Öffentlichkeit entsteht wie ein Gefühl, es sei gar kein Problem. Wenn man dann aber im vertrauten Rahmen mit den Unternehmungen spricht, dann realisiert man eben, dass diese Zahlen, die hier auch genannt sind, dass die eben tatsächlich stimmen, dass es ein sehr gravierendes Problem ist für die Unternehmen und dass sie klare Erwartungen haben. Und das hat sicher dazu geführt, dass wir etwas Zeit brauchten, um die politische Unterstützung zu haben, diesen Bereich auszubauen, dass jetzt aber der Moment da ist, wo, glaube ich, genügend solche auch vertrauliche Gespräche geführt worden sind, dass die Verantwortungsstellen in der Politik wissen, dass dieser Bereich jetzt ausgebaut werden muss. Weitere Fragen? Sie haben das Kompetenzzentrum oder die 1 bis 3 verschiedenen Kompetenzzentren in der Schweiz vorhin erwähnt. Zürich hat 1. Wo sind die anderen? Was sind die ersten Planungen? Die sind erst in Planung. Das ist, also ich stelle fest, in dieser Cyberwelt funktionieren wir alle in Pyramiden. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Eisberg sich auch als Pyramide darstellt. Auch die Vorstellung, wie diese Landschaft ausgestaltet werden soll, ist in den nationalen Gremien, hat die Form einer Pyramide, die Hochspezialisierung, die Mittelspezialisierung und die Basis. Und es ist allen Akteuren klar, dass für die hochspezialisierten Fälle es nicht 26 Lösungen geben kann und man spricht so grob, dass es nebst Zürich nochmals ein Zentrum in der Deutschschweiz und dann eines in der Westschweiz geben soll. Aber das wird noch etwas Zeit brauchen. Wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt auch, das hat Herr Walder ja auch sehr schön ausgeführt,
durch das, dass wir jetzt auf kleinem Feuer ein paar Jahre gearbeitet haben und gezeigt haben, dass dieses Modell erfolgreich ist und es sich in der Praxis bewährt, dass wir damit jetzt auch eine Basis geschaffen haben, wo sich andere orientieren können und sich damit auch quasi einen Entwicklungsprozess ersparen können. Die Verantwortung, also eine ganz starke Rolle in dieser Ausgestaltung dieser Architektur spielt das FEDPOL mit der Direktorin Nicoletta Della Valle. Sie ist da eine starke Promotorin dieser Koordinationsaufgabe, aber auch alle anderen nationalen Gremien. Haben Sie noch, Frau? Sie haben noch eine. Ich spüre es. Ich spüre es. Kommt dann nachher. Ja. Also mit dem Kompetenzzentrum, wo es gibt auch Bereiche, wo man sich die Kantone darum rangeln, wir möchten. Das, vielleicht ist es auch so, dass niemand will, weil es auch es kostet. Also, wie ist denn das? Gibt es Interessenten für das Zweite? Streiten sich Kantone, um das sein zu dürfen? Dazu kann ich nicht sagen, weil ich zu wenige gesicherte Informationen habe dazu. Es ist sicher so, Herr Walder hat das auf seiner Folie gezeigt, dass es spezialisierte Staatsanwälte gibt in anderen Kantonen, die in diesem Netzwerk unsere Partner sind, noch nicht in der Form von Kompetenzzentren, aber eben auch in dieser spezialisierten Form. Und letztlich werden ganz wesentlich auch diese Personen die Treiber sein, um die Politik vor Ort zu überzeugen, dass in diese Richtung gearbeitet werden muss. Genauso wie wir uns auch noch anbieten müssen für andere Kantone. Wir sind jetzt ressourcenmäßig mal so aufgestellt, dass wir für unsere eigenen Bedürfnisse genügend Ressourcen haben. Aber das Kompetenzzentrum hat natürlich auch das Potenzial, Fälle anderer Kantone zu übernehmen, wenn die entsprechenden Ressourcen dann auch von diesen Kantonen zur Verfügung gestellt werden. Und diese neue Art von Zusammenarbeit, auch so in einer Regionalstruktur, die ist hier eine große Chance, eben nicht 26 Mal das Kleine aufzubauen, sondern 2-3 Mal etwas Großes, Wirksames und dann die Basisausbildung. Aber Sie können sich vorstellen, dass das auch noch seine Zeit dauert und die Überzeugungsarbeit auf verschiedenen Ebenen auch noch geleistet werden muss. Ist es auch Teil der Prävention, auch Teil von diesem Kompetenzzentrum, weil viel hört man ja, dass viele Leute eigentlich gar nicht Bescheid wissen, wie sie sich gegen solche Angriffe wehren können. Sie haben auch erwähnt, die Dunkelziffer ist sehr groß. Vieles von vielen Angriffen erfahren Sie gar nicht erst. Ist es auch ein Teil von Ihrer Arbeit? Ja, also vielleicht gebe ich dann gerne. Ich glaube, grundsätzlich gibt es aus der Kriminologie eine wesentliche Erkenntnis. Also Verbrecher sind dann am wenigsten wahrscheinlich Verbrecher, wenn die Möglichkeit, dass sie in der kürzesten Zeit erwischt und bestraft werden, möglichst groß ist. Oder ich glaube, das ist einmal die grundsätzliche Prävention. Und zur Beratung würde ich gerne. Ja, also. Beide. Herr Nussbaumer, nachher. Macht doch beide. Prävention ist eine der wesentlichen Aufgaben in jeder Kantonspolizei, vor allem auch im Kanton Zürich. Das haben wir uns groß auf die Fahne geschrieben. Und wir sind jetzt auch daran, Präventionskonzepte zu entwickeln und möchten diese auch möglichst dieses Jahr noch beginnen, weil wir dieses Bedürfnis schon auch sehen. Es ist immer auch die Frage, wie weit man Prävention machen kann und soll, jetzt im konkreten Fall. Ja, ich kann vielleicht so viel sagen, Prävention ist ein wichtiger Teil, auch in der Strafverfolgung selbst, aber auch grundsätzlich, und wir sind da dran am Konzept entwickeln. Wir mussten jetzt zuerst auch diese Erfahrungen sammeln im Kompetenzzentrum, diese Ermittlungserfahrungen auch sammeln, um auch realistische Präventionskonzepte daraus ableiten zu können. Wenn Sie eine ganze Runde? Gerne. Ich erachte auch eine gelegentliche Verurteilung eines Täters als wichtigen Schritt, um zu zeigen, dass das Internet eben, stört mich jeweils, eben kein rechtsfreier Raum ist und dass wir auch dort das Recht durchsetzen. Zudem, das ist etwas neu für Staatsanwälte, haben wir 3 Lehraufträge an Hochschulen und geben jährlich mehrere Dutzend Referate, um eben auch die Awareness der Studenten oder der Interessierten zu fördern, indem wir erklären, was wir da machen, wo die Risiken sind. Und das ist ein gelungenes Feld, wie wir unsere Informationen auch nach außen tragen können und vielleicht einen kleinen Beitrag leisten können zur Prävention, dass Sie sich dann eben vielleicht etwas besser schützen und nicht angegriffen werden.
Gibt es noch eine Frage? Sonst würde ich mich keine Frage mehr. Sonst würde ich mich ganz herzlich bedanken. Und jetzt würden Ihnen alle Herren und selbstverständlich auch Frau Regierungsrätin Fehr für individuelle Fragestellungen zur Verfügung stehen. Ich danke ganz herzlich für das Interesse und schließe diese Pressekonferenz. Jetzt müssen Sie zuerst. Wir warten noch.